Hey Leute, willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, das plätschernde Wasser ist jetzt nicht zu laut und man hört mich gut. Wir sind hier gerade auf Lombok, eine Insel in Indonesien. Wir sind gerade nach Hause gekommen, die Sonne geht gerade unter. Ich dachte, ich nehme auch schnell ein Video für euch auf, weil ich momentan nur Videos auf einem Kanal mache, in dem ich nicht rede. Dazu erzähle ich gleich noch was. Deswegen wollte ich jetzt hier ein Video machen, in dem ich ein paar Sachen erklären kann. Also erstmal, wir sind am ersten Mal wieder zurück. Für alle Umspiel-Zuschauer, dann gibt es auch wieder Gaming-Videos, Videos aus dem Stream, ungeklickt und whatever. Bis dahin wird es vielleicht noch mal ein oder zwei Videos von hier geben. Aber ansonsten, falls ihr mitbekommen möchtet, was ich jeden Tag mache, dann checkt meinen neuen Kanal Niofa aus, in der Beschreibung verlinkt. Das ist ein Kanal, in dem ich komplett ohne Sprache auskommen möchte. Das heißt, ich werde euch alles so zeigen in diesem Kanal. Es gibt schon drei Videos, also ihr könnt euch gerne von dem Ganzen überzeugen. Wir haben auch übrigens schon 20.000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Mega krass, ich hätte nicht gedacht, das ist ein Kanal, der ohne Erzählen oder whatever auskommt. So gut ankommt bei den Leuten, die den bis jetzt gefunden haben. Und warum ich weitgehend ohne Sprache auskommen möchte, hat den Grund, weil ich Sprachbarrieren überwinden möchte. Wenn ich mal Einblendungen im Video mache, dann sind sie meistens Englisch, weil Englisch so eine Sprache ist, die sehr viele Menschen in der Schule als Zweitsprache oder Drittsprache lernen. Die Titel sind immer in der Sprache von dem eigenen Land. Das heißt, wenn ihr die Videos seht, dann steht da ein deutscher Titel, sowas wie Willkommen im Paradies. Wenn du es auf Englisch guckst, steht da Welcome to Paradise. Und wenn du es auf Chinesisch oder whatever guckst, dann steht da halt irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Ich habe so eingestellt, dass man aus vielen Ländern diese Videos in seiner Sprache sozusagen angezeigt bekommt und dann halt sieht, okay, da ist ja gar nicht so viel Sprache drin. Das kann jeder nachvollziehen, weil ich möchte versuchen, allein mit den Bildern, die ich in einem Tag einfange, dass die Geschichte so zu erzählen, dass man ohne Worte versteht, worum es geht. Die Idee darüber ist mir schon vor einer Weile gekommen. Ich habe mal bei einem Zuschauertreffen in Hamburg einen gehörlosen Zuschauer getroffen. Ich bin hier gerade in der Villa Sorgas. Wir sind hier eingeladen worden von dem Besitzer der Villa, der heißt Jacob. Und der Jacob hat auch ein Wohn-Community-Projekt ins Leben gerufen, das heißt Temper Hills. Und dort werden Häuser in einen Berg reingebaut. Das ist alles mit Ressourcen weitgehend aus dieser Insel, also so nachhaltig wie möglich. Und ich habe darüber über Cheng erfahren. Der Cheng steht da vorne mit seiner Freundin. Und er war letztens zu Besuch bei mir, als ich mir erzählt habe, hey, ich habe schon länger vor auszuwandern, hat er mir erzählt, hey, das gleiche möchte ich mir auch tun, hör dir doch mal an, wo wir hingehen. Ja, und ich hatte ja vor, eine Zeit lang hatte ich vor, nach Mallorca auszuwandern, weil ich einfach einen Ort gesucht habe, wo ich nah am Meer bin, ich liebe das Meer und wo ich in einer wärmeren Gegend bin, weil ich fühle mich wirklich immer ständig krank, wenn ich in dieser Kälte bin, das habe ich mein ganzes Leben lang schon. Und er hat mir erzählt, yo, wir planen nach Asien auszuwandern, ans andere Ende der Welt, nach Indonesien. Und ich dachte so, ah, auf gar keinen Fall, ist mir zu weit weg und so. Und ich habe Mallorca ja deswegen gewählt, weil es halt so nah an Deutschland ist und du kannst schnell Deutschland besuchen und so. Aber letztendlich hat Cheng mir so viele Sachen davon erzählt, dass ich mich damit sehr lange beschäftigt habe. Dann habe ich mich mit Jacob, dem Gründer hier, in Verbindung gesetzt und habe mit ihm halt auch darüber geredet. Und ich wurde immer mehr und mehr überzeugt. Jetzt habe ich die Entscheidung getroffen, hey, ich komme einfach mal hin und schaue mir das Ganze wirklich vor Ort an, weil dann siehst du halt wirklich, ob es dir gefällt, ob es was ist oder nicht. Und wir sind jetzt ein paar Tage hier und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch keinen Ort gesehen, der so schön war. Bisher war wirklich der Ort, an dem ich mich am wohlsten gefühlt habe, Costa Rica. Ich war ja zu Besuch bei der Sundance Family, bei K, in Costa Rica. Und Costa Rica war wirklich ein Paradies auf Erden. Es war wirklich, also Costa Rica war bisher mein absoluter Favorite Spot auf der Erde, weil ich noch nie mich so wohl gefühlt habe wie dort. Und Costa Rica ist auch wirklich ein wunderschönes Plätzchen Erde. Und das gleiche Gefühl habe ich hier auch. Dieser Ort hier, Lombok, ist einfach nur so, wie man sich ein Paradies vorstellt. Es ist schon fast unreal. Es gibt natürlich überall Vorteile und Nachteile, aber die Vorteile überwiegen hier für mich auf jeden Fall. Deswegen jetzt, wo ich hier war und mir das Ganze angeguckt habe und mich das schon im Vorfeld sagen, darüber beschäftigt habe, bin ich mir sicher, das wird der Ort, an dem ich nach dem Streamhaus auswandere. Es könnte schon in einem Jahr, spätestens in zwei Jahren soweit sein. Auf dem Niofa-Kanal gibt es alles rund um das Thema Auswandern und über meinen Alltag. Egal ob in Deutschland oder in einem anderen Land. Also jetzt gerade ist halt bis Ende des Monats hier mein Alltag und danach wird es auch meinen Alltag in Hamburg auf dem Niofa-Kanal geben. Da viele auch gefragt haben, hey Simon, du hast schon so einige Kanäle eröffnet. Das stimmt auch. Was sind jetzt die Kanäle, die du aktiv benutzt? Ungespielt wird der Kanal bleiben, den ihr kennt. Also Gaming, Stream-Ausschnitte, ungeklickt, alles was hier just for fun gute Laune bringt. Also wo ich sagen kann, hey, wenn ich mir das angucke, kann ich mal lachen, whatever. Also einfach so ein bisschen Unterhaltung, lustigen Shit. Und das soll es auch bleiben. Jetzt rasten die Vögel aus, alles klar. Der Niofa-Kanal wird quasi ein Tagebuch-Kanal, den jeder auf der Welt theoretisch anschauen kann. Das heißt, egal wo ich bin, wenn jemand fragt, was machst du? Hey, das ist mein Kanal, schau rein und der kann das Video gucken und hat danach keine Fragezeichen. Was hast du da gesagt? Was hast du da gesagt? Das habe ich schon so oft gehabt auf Reisen, dass die Leute einfach die Videos nicht gucken konnten, weil die ja nicht verstanden haben, was ich die ganze Zeit laber. Ich laber ja sehr viel, wie ihr gerade merkt. Und der Niofa-Kanal soll das Gegenteil quasi sein. Das sind die beiden Kanäle, die ich als Hauptkanäle benutze. Ungespielt ist quasi mein Hauptkanal zu allem, was ihr kennt im Bereich Gaming, Streaming, auch manchmal Videos aus Deutschland, wo ich einfach was zu erzählen habe. Der Niofa-Kanal ist quasi ein Kanal, der sich wie ein Tagebuch führt, in dem ich einfach meinen Tag festhalte und dokumentiere. Auf dem Oma-Kanal wird es ab und zu mal Quatschvideos geben, den habe ich jetzt auch eher zum Provozieren genutzt, habe ja mit diesem ganzen Milch-ist-Gift-Kram ein paar Leute aufgeregt und so und provoziert, das heißt so diesen Milch-ist-Gift-Skandal geschaffen und so, aber ja.
Ihr wisst, was ich meine. Soll ich an dieser Stelle noch mal kurz erzählen, damit die Leute wissen, was los ist? Das war jetzt mal ein kurzes, kleines Update-Video. Falls ihr euch dafür interessiert, wie diese ganze Villa hier aussieht, wird es auf dem Jofa-Kanal auch die Tage eine Roomtour geben. Guckt auf jeden Fall auch auf dem Channel Chibo vorbei, das ist der Kanal von Cheng und Sabibo, also seiner Freundin. Und die beiden machen auch Reisevideos und die machen es wirklich sehr, sehr cool. Ich kenne Cheng ja schon länger und wir haben ja zusammen die Longboard-Tour damals gemacht, 2014. Aber auf jeden Fall, die beiden sind so herzliche und liebe Menschen. Schaut auch gerne dort vorbei. An dieser Stelle wirklich vielen, vielen, vielen Dank an über 20.000 Abonnenten auf dem Jofa-Channel. Ey, das ist so krass abgedeckt, ich nicht gedacht, ich bin einfach nur happy. Dem Kanal ist es doch so ein richtig intensiver Community-Zusammenhalt. Ich habe auch einen Jofa-Instagram- und Twitter-Account. Auf diesem Account folge ich auch sehr vielen Zuschauern, die einen coolen Instagram-Feed haben oder coolen Twitter-Feed haben. Ich möchte einfach viel mehr in Interaktion treten mit den Menschen. Und das egal, ob es Deutsche sind, englischsprachige Menschen, spanisch sprechende Menschen, ist ja ganz egal. Meine absolute Traumvision wäre es, dass unter dem Jofa-Kanal Kommentare in allen möglichen Sprachen verfasst werden. Und das wäre so, okay, erstmal Googles Übersetzer gucken, was der geschrieben hat. Ich raff ja gar nichts. Ich werde auch, bevor ich hier hinziehe, Indonesisch lernen. Das heißt, das ist halt dann noch sehr, sehr cool, wenn ich YouTuber in Indonesien treffe. Weil das wieder eine ganz andere Kultur ist, ganz andere Menschen. Und ich liebe sowas. Ich liebe es mir einfach, mit Menschen zu connecten. Und ja, genauso freue ich mich natürlich über jeden Zuschauer, der Bock auf das Projekt hat. Okay, das war's von diesem Video, Leute. Ich hoffe, ich konnte euch einige Fragen beantworten. Und falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Schreibt sie auch gerne in die Kommentare unter dem Jofa-Channel. Ich beantworte sehr viele Kommentare dort. Bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen, wie man hier in Indonesien sagt, Makasi. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und Dankeschön, Leute. Tschüss.